Und auch diese Woche sprechen wir natürlich mit den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern der Ronn-Region. Heute mit Jens Geis aus Oftersheim. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind, Herr Geis. Freut mich. Die Infektionszahlen, die neben aktuellen ganz guten Verlauf, dennoch sind die Folgen des Lockdowns noch zu spüren. Wie sieht es denn aktuell bei Ihnen in Oftersheim aus? Ja, bei uns sieht es ganz gut aus. Erstmal guten Abend. In Oftersheim haben wir glücklicherweise keine Infizierungen seit mittlerweile 7 Wochen mehr zu verzeichnen. Wir hatten in der Spitze oder alles zusammen hatten wir 15 Infizierungen. Wir waren im Rhein-Neckar-Kreis die erste Gemeinde mit einer Infizierung. Das weiß ich deswegen genau, weil ich den Landrat am Telefon hatte, als ich gerade meine Tochter eine gute Nachtgeschichte vorgelesen habe. Das war am Donnerstag, den 26. Februar. Und ich sagte noch scherzhaft zu ihm, auf diesen ersten Preis hätte ich gerne verzichten können. Jetzt gibt es weitere Lockerungen, die auch in den nächsten Tagen so ein bisschen durchstarten werden. Wie bereiten Sie Ihre Bürgerinnen und Bürger auf diese Lockerungen vor? Ja, wir sind eigentlich im regen Austausch mittels der Presse. Auch die sozialen Medien nutze ich ganz gezielt, um die Bürgerinnen und Bürger entsprechend informiert zu halten. Die Lockerungen, die jetzt auch noch anstehen, es sind ja dann im sportlichen Bereich weitere Dinge, die sich abzeichnen. Also dass Fitnessstudios zum Beispiel wieder aufmachen dürfen, unter den Auflagen, die es natürlich zu beachten gilt. Aber ansonsten, ja, die Bürger werden hoffentlich gut informiert von uns. Definitiv, also weitere Lockerungen. Aber wie groß ist da das Risiko, dass es vielleicht auch ein bisschen leichtsinnige Personen unter den Bürgerinnen und Bürgern gibt? Wie sehen Sie da das Risiko? Ja gut, dieses Risiko muss man leider immer mit in Betracht ziehen. Wir haben knapp 12.200 Einwohner und da wird es leider statistisch gesehen immer auch den einen oder die andere Unvernünftige geben, denen man dann natürlich die Dinge, die im Moment, denke ich, auch ganz wichtig sind, wie das natürliche Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn man irgendein Gebäude betritt oder eben der Verzicht auf das Händeschütteln. Das sind halt Dinge, die momentan gegeben sind. Der 1,5 Meter Abstand, der obligatorische, ja, da müssen wir einfach versuchen, alle mitzunehmen und auch von der Sinnhaftigkeit zu überzeugen. Ja, wie gesagt, viele Lockerungen, viele Maßnahmen, auf die wir auch achten müssen. Kommen Sie trotz der Regelung und auch des Mindestabstandes trotzdem noch in Berührung mit Ihren Bürgerinnen und Bürgern und können sich persönlich austauschen mit Ihnen? Ja, also man muss schon sagen, dass der persönliche Kontakt momentan eher im elektronischen, über die elektronischen Medien stattfindet, sprich Telefonate, Mails oder halt dann auch soziale Medien wie Facebook, wo man dann im Austausch ist. Die persönlichen Termine sind tatsächlich momentan auf ein Minimum reduziert, aber auch da ist die Akzeptanz auf jeden Fall da. Und dann beeinflusst so eine Krise, in Anführungsstrichen, so eine Pandemie natürlich auch Ihr alltägliches Leben als Bürgermeister. Wie sieht denn das aus? Wie sind Sie beeinflusst dadurch? Ja, wenn ich einfach mal als Beispiel unsere Senioren nehmen darf, was eigentlich immer ein schöner Punkt im Tagesablauf ist, ist der Besuch bei den Jubilaren, weil da kommt man unmittelbar mit den Bürgern ins Gespräch und das fällt halt im Moment absolut weg, weil ich will natürlich auch vermeiden, irgendwie Infektionen weiterzutragen und auch da ist das Verständnis natürlich da, aber es fehlt im Tagesablauf, muss man schon sagen, weil es halt eben auch die Möglichkeit ist, sich mit den Bürgern direkt auszutauschen. Jens Geis aus Oftersheim, alles Gute für Sie und natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger in Oftersheim. Bleiben Sie gesund und bis bald. Ja, herzlichen Dank. Auch Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.